Hier bin ich. Ich werde beim nächsten Mal mit meinem Heimsgast begrüßen. Im Namen der künftigen Tourismus und von den vielen Kundigen. Wir erleben diesmal ganz anders. Ein Spektakel, nicht Orchester, nicht Solisten, musikalisch, sondern das Trio, das jetzt gelesen hat, Geschichte und Musik. Das ist ein Novum und Rüttiger. Und das freut mich, dass ich noch ein paar Gesichter darf begrüßen. Und die Eva hat ja bei 450 Plätzen mit Vergnügen aus mit 40 Leuten. Herzlichen Dank. Und diesmal wird es ein bisschen anders sein. Es ist der letzte Anlass, wo jetzt von vielen Rüttigen durchgeführt wird, im Kulturherbst von der politischen Gemeinde Rüttigen. Hat einen Kulturherbst durchgeführt. Der ist von Volkslümmlich, von Pop und auch klassische Musik durchgeführt worden. Vorgeführt. Hier der letzte Auftritt für diesen Programm. Und ich darf noch schon etwas verraten, und sicher hat das schon gelesen. Wir haben das Privileg, allen Gästen immer Gottespreis Weihnachtsgeschenk zu bereiten. Obwohl das Weihnachtsgeschenk absolut nicht unbedingt weihnachtlich ist, aber es ist ein ganz Jahresgeschenk. Und zwar, das wird auch noch eben erinnern an die unsere Tätigkeit von früher. Es wird eine Holzrose sein. Es ist eine sehr umweltfreundliche Rose. Sie braucht nicht einmal Wasser, was sie über Jahre aushalten. Wir werden sicher noch nachher mal nach Jahren können erinnern an das, was wir erinnern. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen unsere Künstler, Frau Brüffer von der Harfe, Herr Gama vom Sopransaxophon und der Hauptredner, der sitzt noch, Herr Paul Strand, der noch schöne Geschichten wird rezitieren. Es ist gewünscht worden von den Künstlern, dass kein Applaus ist während dem Vortrag, aber umso mehr dürfen wir nachher einen Führungsdruck geben am Schluss der Veranstaltung. Ich habe hier auch einen Tonträger in der Hand. Ich würde nachher beim Ausgang, würde es persönlich machen, noch so möglichst viel Tonträger zu verkaufen. Meine beiden Damen, meine Frau und Schwester, Lady Schmid, sind gesetzt, werden mit einem Akkord euch groß werden. Aber es würde mich freuen, wenn man es noch sieht, am Tisch oder jetzt zwar in der Soziale, nur eine Tonträger wieder finden. Musik, sicher hat es also ein Zettel bekommen, mitbekommen. Es sollte ein bisschen Fremdklang sein. Es ist die Musik aus dem Grundteil, der bretonische Klang und auch die irische. Ich freue mich ganz von tiefer Seele auf das, was kommen wird, und ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Thank you.
Erwacht, ihr Menschen. Ja, auch gut. Das Wunder ist geschehen. Maria legt das Kind zur Ruhe und Josef deckt es sachte zu. Nun muss die Nacht vergehen. Steig auf, du Stern, flieg hin, du Wind. Die Schatten müsst ihr jagen. Geboren ist im Stall das Kind, damit wir alle fröhlich sind in unseren dunklen Tagen. Es war einmal ein Hirt in der Nähe von Bethlehem. Er war groß und stark. Aber er hat fast nicht laufen. Er hat sie in den Knien gehabt. Und er hat Rücken gebraucht. Jetzt Hand aufs Herz. Können Sie sich ein Hirt vorstellen mit Rücken? Aber ich kann es nicht. Wie soll so einer ein Herde lernen, die Schof führen? Das geht doch nicht. Es ist auch nicht gegangen. Der Hirte ist nicht mit den Schafen über die Weide. Nein, er ist im Lager geblieben, am Feuer. Er
Eigentlich ist es um 4 Uhr. Er hat geschaut, dass es nicht ausgeht. Er hat Holz nachgebracht. Das ist eine ganz simple, kleine Arbeit. Ein Kind fast. Und er hat sich geschämt, dass er nur das nicht konnte. Und er ist sich so nötig vorgekommen, so unnütz. Und er ist bitter geworden und Bitterkeit hat ihn auch böse gemacht. Und er hat auch rumschreien, er hat auch kritisieren, er hat auch fluchen und er hat die eigenen Hirten auch schikanieren. Und nicht selten hat er einen Tisch gebraucht. Alle haben Angst.